Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zu einem weiteren Edge Game und zwar NTR Aholic. Inspiriert bei NTR Legends, das Spiel hatten wir auch mal gespielt. Wird produziert von Tiramisu. Ist uncensored und befindet sich jetzt nicht aktuell in der 3.32, sondern aktuell in der 3.33. Ich habe die neue Version noch nicht runtergeladen. Aber alles okay, kann man so spielen, alles soweit in Ordnung. NTR Aholic ist so wie Golden Boy oder NTR Legend ein Spiel, wo wir halt mal wieder es versuchen müssen, eine Dame mal wieder ein bisschen mehr zu inspirieren, als wir eigentlich wollen. Ja, ich würde mal sagen, ich starte mal direkt rein. Ich hoffe, es funktioniert. Das letzte Mal hatte ich leider auch einen ganz schönen Blackscreen gehabt, deswegen mache ich mal kurz eine Cut. Nee, jetzt. Doch, ist heute. Sehr schön. Ja, aber letztes Mal hatte ich einen kleinen Blackscreen gehabt, deswegen, das kann bei den Spielen mal passieren. So, First Time Meeting. Wir sind also der Boy hier und ja. Bekommen so jemanden, ja, der hier, also wir vermieten, glaube ich, die Hütte, habe ich so, oder eine vermietende Wohnung an jemanden. Zwei Leuten. Und, ja, die stellen sich jetzt auch vor. Er hier zum Beispiel ist der Risuke. Und er, nee, Sota ist das. Und der bringt gleich mal seine Frau mit. Kyo. Um die wird es auch in den Game gehen. Ja. Wir schlagen uns halt vor, dass wir Kyo anrufen können. Die wird uns sauer machen, kochen, dies und das alles. Kein Problem. Kennt man ja alles so mal wieder, ne? Brüderliche Teilung, ne? Nichtsdestotrotz ist es nachher unser Ziel, ja, mit Hio etwas Spaß zu haben, denn auch unser kleiner böser Teufelchen hier gibt uns natürlich so kleine, schöne Anregungen, was wir nicht alles so machen können. Was wir nicht alles so machen sollen. Lass mal, Tipps gebe ich hier. So, Backstory. 2 years, Chihiro in the high school, sweetheart, Mary, also, ne, hier gibt's nochmal eine kleine Backstory, könnt ihr euch ja durchlesen, also wie gesagt, bei Chihiro will er halt mal ordentlich landen. Das hier übrigens ist der Balken ungefähr, den wir bei Chihiro aufbauen können, so eine Art Liebesromanzbalken. Je besser das ganze Ding wird, desto, wir können auch rauszoomen übrigens, wir müssen nicht in dieser Ego bleiben. Je mehr Interaktion wir mit ihr durchführen, am Anfang gibt es glaube ich nur Kochen, da können wir sie zum Kochen einladen, dann kommt sie hierher und kocht einmal, dann haben wir glaube ich noch Tea Time, die kommt nachher. Müssen noch ein paar Sachen kaufen, wie beim Online-Shopping nachher, Spy Cams, Ninja's Goal, Clothes können wir kaufen und hier oben zum Beispiel Wine, das weiß ich, das ist nachher der... Die Sache, die wir brauchen, auch für das Afternoon-Dinner. Da müssen wir nämlich Wein holen. Eine Hangover-Soup, die sollten wir unbedingt dann nehmen, wenn wir mit dem Wein-Ding mit dazu machen, weil ansonsten wären wir schneller besoffen als sie. Gym-Member ist klar und Red Bull gibt Energy mir natürlich mit dazu. Das mal eben ganz kurz zum Shopping. So, interessant ist der Messenger. Chio textet uns hier. Good morning, Chio. Is everything okay? Schreiben wir mal. How is everything going? Also, wie geht's? Irgendwas Neues. Schreibt sie uns zurück. Ganz interessant mit dem Chatfenster, aber auf Dauer ist es natürlich hier ein ganz normales. Also, wenn ihr NTR und Golden Legends, NTR Legends und Golden Boy mochtet, werdet ihr hieran an NTR Aholic nicht vorbeikommen können, weil das wird schon cool werden. Wir nehmen das obere mal. Jetzt ist es gerade nicht durchgelesen. Thanks, aber sie freut sich. Sehr schön. Please call my number if you need something for Cora. Sehr schön. Service, yes. Housework, very good. That's funny for me. So, so, ach ja, wir hätten da oben hingehen müssen. Help me with Oscar. Sure. Alles klar, weiß ich Bescheid. So. Haben wir das? Do you have lunch? Ach Mann, ich will jetzt nicht voll labern, ey. No replay. Na, kein Wunder, ey. Ich würde mich auch nicht die ganze Zeit voll texten lassen wollen.
Oh, der hier, das schreibt sie mal. Okay, sehr schön. Bin ja begeistert. Nein, meine Güte. Jetzt komme ich schon aus dem scheiß Handy-Menü nicht mehr raus, ey. So, dann haben wir Sota und Lilith. Lilith können wir auch anschreiben. Wie das auch immer funktionieren mag, dass wir sie anschreiben können. Sie hat auf alle Fälle ein sehr großes Textbedürfnis und das lässt sie uns auch gleich mal richtig schön lesen. Also, sonst sind wir es ja, die immer sehr viel texten müssen. Bei Lilith ist es ein bisschen umgedreht. Ja, ihr seht ja, ne, wir kommen kaum zum Antworten. Ne? Als würde Mind Technology bei ihr gut ziehen. Alles, was sie denkt, wird auch niedergeschrieben. Aber sie steht uns halt mit Rat und Tat zur Seite. So, und Shota auch nochmal. Schreiben wir auch nochmal eben ganz kurz an. Dann haben wir das nämlich auch durch. Also diese Fragezeichen eigentlich auch. Ach, er schreibt auch noch ein. Wenn ich eins hasse, dann, wenn du bei Handys total zugetextet wirst, dann ist schon mein Kopf durch, ey. Und meistens ist es ja immer noch so, echt, wenn du über Belangloses voll getextet wirst im Handy, das ist so eine Sache, ey. Deswegen Handygruppen nicht mal fein. So, was haben wir denn noch? Whisper of the Devil. Da kriegen wir so kleine Skills, die wir später im Verlauf des Spiels auch aktivieren können. Ihr seht, insgesamt gibt es 7 Skills. Könnt ihr dann aktivieren, indem ihr halt hier diese Bau- und Subvency, Sexual Pleasure und das aufbaut. Aber da müsst ihr erstmal ein bisschen dran arbeiten. Galerie ist klar. Wir können jetzt Shio callen. Oder wir benutzen die Pfeiltasten hier und bewegen uns mal raus. Dann zeige ich euch mal ein bisschen, was draußen in der Welt so abgeht. Ihr seht selber, Gym brauchen wir, glaube ich, noch gar nicht besuchen, weil wir gar keine Gym-Card haben, meiner Meinung nach. Ne? Ich glaube, die können wir auch erst... Ja, you're not member at Gym. So. Was kostet eine Gym-Card nochmal? Kann man sich ja bei eBay oder... E-Day kaufen. $800 kostet mich das. Ich habe nur 1000. Nö, da lasse ich. Weil, jetzt kommt das Lustige auch noch mit dem Spiel dazu, wenn wir jetzt sie callen, dann ist es auch so, dass wir natürlich auch ihr was zahlen müssen. Ja, die macht es nicht ganz freiwillig am Anfang. Später sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Wir können sie auch zu Hause besuchen. Time to collect this wheat this weekend? Nein, okay, sehr schön. Schön für dich. So, not right the right time. Jobs können wir dann später abarbeiten. Wir gehen jetzt einfach mal in den Ding rein, was wir wollen. Sie callen. Das wird jetzt mal jeder machen wollen. So, ja, ihr seht selber, 18er Rating ist schon mal gleich wieder eingebaut. Das heißt, wir können jetzt schon mal texten. Ihr werdet schon mal ordentlich einen Filter wieder rüberballern dürfen. Und wir anfangen, tut ihr mit Cooking und Cooking kostet 500. Afternoon Tea seht ihr selber. So, hier werde ich ein bisschen mal gegensteuern müssen. Wie funktioniert dieses Spiel eigentlich, werden sich einige Leute fragen. Wenn ihr hier gleich mit den Grapschen anfangt, habt ihr gleich die verarschte Karte hoch 10. Talken. Ist erstmal die optionale Lösungsmethode. Ihr seht dann, dass sich dort ein Liebesbalken steigt. Oh, denkt ihr euch? Ist ja gar nicht mal so schlecht. So ein kleiner Liebesbalken fühlt sich ja auch mal sehr schön und sehr gerne. Wenn diese Talkblasen hier vorbei sind, müsst ihr da wieder raufklicken, damit das Talken weitergeht. In allen Sprachen der Welt feuern wir sie zu. Give me your car keys? What the fuck? Warum sowas? Wenn ihr das nicht weitermacht oder sonst was alles, geht das natürlich auch den Bach runter. So. Ihr versteht schon ungefähr, wie das Spiel laufen wird. Bis zu einem gewissen Punkt, dann könnt ihr auch das hier auswählen. Fangt ihr jetzt hier an, hier oben rumzuklicken wie ein Irrer bei ihr? Ja. Ihr werdet zwar auch was hochkriegen, das seht ihr selber hier, das steigert sich ja auch, ne? Aber wenn ihr dann eben zu gierig seid... passiert euch das hier. Ne? Dann habe ich euch schon mal ungefähr erklärt, wie das Ganze funktioniert, wenn ihr hier zu gierig an dieses Spiel herangeht. Ne? Locker, ruhig bleiben. Am Anfang, ihr werdet dann nachher in so eine andere Age-Scene reingefeuert.
Hier oben ist übrigens euer Stamina-Balken und wir haben ja schon gleich mal 500 Tacken mal wieder verloren, weil wir die alte doch trotzdem bezahlen mussten hier. Die hat ja uns was gekocht. Naja. Time to work. In NT, in Golden Boy und so war es ja so, ich liebe ja diese Spiele. Gerade dieses Spiel ist mein absolutes Highlight-Spiel. Das ist negativ ausgedrückt gerade. Oh, wie habe ich dieses Spiel gehasst, ey. Oh, es gab doch mal so einen Hype um diese Games, ne? Wisst ihr das noch, ey? Dass dieses Spiel so beliebt war und die Leute da so einen Hype von haben. Erstmal finde ich es überdimensional groß auf meine Augen. Ich musste da, also jetzt ehrlich gesagt, jetzt gerade ist mir das zu groß. Ich krieg dabei echt einen Föhn, wenn ich so nah vor meinem Bildschirm sitze. Und mir dieses Riesenbild gerade mitten um die Ohren weht. Ziel des Spiels ist natürlich ganz klar, diese... Was ist denn das hier? Säcke einzusammeln. Was auch immer das mit dem Job zu tun haben soll, fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht hat der Entwickler das Spiel so dermaßen geliebt, dass er sich gedacht hat, oh komm, ich mache da auch so ein kleines Minigame draus. Also ich denke mal, für mich meiner Meinung nach, unter allen Minigames, die du fucking nochmal wählen kannst, ne? Hasse ich dieses Spiel. So, endlich bin ich damit durch. Oh. So, natürlich kriegt ihr bei Distance, ihr seht selber, 10 mal 20 sind 770. Ab nach Hause. Oh, das kann ich nicht oft spielen, das sage ich euch gleich schon. Da kriege ich einen Föhn im Kopf. Der Feining ist so nah. Ihr habt den Night Market. So, das kommt aber erst später. Das wird erst später im Verlauf des Spiels freigeschaltet. Ihr könnt jetzt auch noch den Job machen. Ich werde das nicht nochmal machen. Mir tun jetzt schon noch die Augen weh. Ihr könnt Shio auch am Abend ansprechen. Ihr habt zwei Zeiten, wo ihr Shio anrufen könnt und herholen könnt. Zum einen wäre das morgens und afternoon. Night und Midnight gibt es aber auch noch. Wie gesagt, das ist ja wichtig nachher für den Call am Afternoon. So, ihr könnt auch rausgehen. Manchmal ist es auch so, jetzt im Moment glaube ich nicht, bin mir nicht sicher, dass Shio hier auch steht und Wäsche macht. Also dann könnt ihr hier auch noch mitgucken, ne, und euch das Ganze ansehen. Ich sag mal so, wenn es in diese NTR-Games reingeht, tut das Game das, was es soll. Das ist okay. Da kannst du dich nicht beschweren. Es ist das, was es soll. Also dieses Minispiel, das geht mir so auf die Flügellinie, ey. Das kannst du dir nicht vorstellen, ey. Das ist, oh. Ey, wenn dieser Bild, ihr müsst ja, wie gesagt, bei mir ist das auch ein Großbildschirm gewesen. Und, oh, ey, nee, ich hab dieses, wie hieß denn das damals? Flappy Birds oder so? Hieß das nicht so? Das war für mich der grauenhafteste Spielalltag, den ich je gesehen habe. Und alle Leute haben das auf ihren Handys gesuchtet, ey. Und ich hab gedacht, nee, bei diesem Trend spielst du eindeutig in der falschen Liga mit. War nicht mein Ding. Ich glaube, es hieß Flappy Birds, ne? Wenn ich mich nicht recht erinnere. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn es so sein sollte. Naja, so. Dann habe ich euch jetzt eigentlich mal so gesehen wirklich schon die Grundmechaniken erklärt. Wie gesagt, es gibt drei Stufen, die ihr nachher gehen könnt. Eine Storyline gibt es auch. Die Age-Scenes und sind so mehr, also Story-basierte Age-Scenes, die sind auch mit der Galerie nachher zu sehen. Was ich gar nicht mal so... Der Artstyle ist ganz gut, meiner Meinung nach. Hauptbasierend ist es aber eigentlich mehr so, dass ihr dieses, jetzt in dieser Ansicht eher die Age-Scenes durchsetzt, ne? Ist aber nicht gesensert, also uncensored. Ich weiß, manche NTR-Spiele sind gesensert gewesen, hier ist aber allerdings alles uncensored. Wie gesagt, warum hat Tiramisu unbedingt dieses Spiel genommen? Da können wir immer noch, das gibt zwei Punkte Abzug bei der ganzen Bewertung. Ne, wie gesagt, einige Leute lieben so eine Spiele, andere, ich bin einfach kein Fan von denen dagegen. Ihr könnt natürlich jetzt auch sagen, ihr kauft euch die, können wir ja mal machen. Ich habe ja, wie gesagt, ne, wir machen das jetzt einfach mal. Diese Rollen hier, ne, die Ninja Roll zum Beispiel oder Tears of Sin oder Claim Gloves verbessern euch nachher die Interaktionen, so dass sie nicht so schnell auf euch aufmerksam wird, mal so gesehen, so wie ich das vorhin gezeigt habe. Ne? Gehen wir jetzt los und holen uns mal eben die Membership. So, haben wir uns gekauft.
Zeiten überspringen tut ihr ganz einfach, indem ihr schlafen geht. Ja. So, dann erkläre ich euch nochmal das Gym-Prinzip. Ich weiß gar nicht, ob es da auch was gab, aber ich glaube, da können wir einfach nur Workout machen. Ach nee, wir müssen die Maustasten drücken. Genau, da war was. Zweimal Stamina. Und jetzt haben wir oben Stamina von 104. Ne? Mehr ist es nicht. Also wie gesagt, sonst Spiel soweit wie gehabt, ganz gut mit der anderen Maustaste. Hier könnt ihr ein bisschen so durch die Räume quinzeln. Es ist eine ganz nette, was heißt ganz nette Storyline, aber es ist eine ziemlich crazy Storyline mit drin. Ich habe das Spiel auch schon ein bisschen weitergespielt. Ja, ich weiß gar nicht, wo weit bin ich denn jetzt? Ich kann mal ganz kurz, ich schau mal nach. Ich glaube Tag 19, genau da bin ich jetzt. Ich lade das mal auf. Yes. So, wir laden mal den Progressive. So, genau, da bin ich jetzt bei 127 schon angekommen bei den ganzen Dingen. Also es geht eigentlich relativ schnell, dass ihr da richtig gut am Start kommt. Braucht euch also keine Gedanken darum machen. Ich habe noch nicht mal das Training absolviert. Haben wir aber, glaube ich, schon hier beim Shopping mir die ganzen Sachen alles schon geholt. Ja. Also was jetzt alles zu holen war. Wine und Hangover müsst ihr definitiv immer einkaufen, damit ihr eben halt am Nachmittag dieses Date machen könnt. Dieses Afternoon Dinner. Ja, ansonsten NTR-Aholic für Leute, die Fans von diesen NTR-Games sind, definitiv eine Entscheidung wert. Guckt euch das ganze Spiel selber mal an. Spielt es selber, es ist relativ einfach eigentlich zu spielen, wenn man weiß, was man tut. Und ja, auf diesem Wege bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch allen einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal.